Die besten Karteneffekte aller Zeiten. Wir reden jetzt über die Nummer 2 Joker Folds Up von Roberto Jobbi. Das ist eine Routine, bei der eine unterschriebene Karte in einer verschlossenen Schachtel wandert, die mitten auf dem Tisch steht unter voller Beobachtung. Eins der besten Abschlusskunststücke in der Kartenmagie. Es gibt viele Routinen dieser Art, aber das ist meiner Ansicht nach die beste, was die Technik angeht, was die Dramaturgie angeht, was die Begründung angeht, warum diese Karte in die Schachtel wandert. Einfach nur top, musst du euch unbedingt anschauen. Reswindled von Caleb Wells. Wenn mich jemand fragt, ob ich bei einem Kartenspiel betrügen könnte, das ist das, was ich zeige. So viele magische Effekte, so viele tolle Überraschungen, ein großartiger Abschluss, richtig super. Match in the Cards von Dai Vernon, wieder eine Routine von Days, sehr viele Abwandlungen gibt, aber das Original von Vernon ist einfach nur am besten, immer noch unübertroffen. Lernt diese Routine so, wie Vernon sie beschrieben hat, ich werde euch in der Videobeschreibung alles verlinken. Tschüss.